Wir sind jetzt auch, glaube ich. Durch. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Oder wie war das? Geht das nicht schneller? Das hier geht. Oh, was ist das denn hier? Hornstein. Oh, Hornstein. Oh, Hornstein. Hornstein ist gut. Hornstein ist schön. Hornstein geht so viel einfacher. Vor allem auch der Soapstone, ne? Der platzt so weg, hör mal. Da musst du nichts machen. Ich muss rein. Ich muss weg. Es ist schon wieder dunkel und ich habe die Monsters an. Aber die könnte ich eigentlich, wenn ich hier draußen baue, könnte ich die auch ausstellen. Irgendwie könnte ich mich einfach nur ätzen, wenn die mal eben um die. Ach ja, ist das nicht schön. Da unten machen die einen Tanz. Ja, die Gegend ist, ich hätte mir auch eine schönere aussuchen können, glaube ich. Aber ich wollte auch nicht jetzt so ewig weit durch die Gegend rennen. Das da hinten sieht auch schön aus. Das sieht natürlich ganz schick hier aus. Unten ist ein. Das ist aber ein großes Pferd. Eine Ente. Ich frage mich, wo die anderen Tierchen sind. Ich habe hier die ganz normalen Life in the Wood installiert und ich hatte auch schon mal Schmetterlinge und so. Das ganze kleine Viehzeug fehlt mir irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Habe ich mich jetzt aber auch nicht großartig drum gekümmert. Ich weiß nicht, wo es hin ist. So. Da habe ich schon eine Diamanten-Axt und das geht trotzdem alles so schnell hier. So langsam, habe ich das Gefühl. Oder stelle ich mich nur an? Und es geht eigentlich in Wirklichkeit ziemlich flott. Keine Ahnung. Also hier die eine Schicht trage ich noch ab und dann müsste ich eigentlich noch die zweite Schicht ab, noch eine Schicht abtragen und durch Erde ersetzen. Ich muss mal schauen, was ist das denn hier? Das ist immerhin Erde. Nur ich würde das doch schon gern durch Erde ersetzen. Teilweise. Vielleicht mache ich das auch mal offscreen. Hier diese beiden Sachen abtragen. Ich glaube, das mache ich offscreen. Die Schicht und die Schicht abtragen. Ich muss ja nicht das Let's Play hier unnötig in die Länge ziehen mit irgendeinem Terraforming. Und mach weiter. Weil ich auch nicht weiß, was ich die ganze Zeit erzählen soll. Ich müsste mir mal ein paar Themen aufschreiben. So, mal ein bisschen professioneller rangehen an die Sache. Sich vorher so ein paar Dinge aufschreiben, wo man quatschen kann. Weil so, es fallen dann ja oft Sachen ein tagsüber. Nur dann, wenn man gerade spielt, vielleicht nicht wie jetzt. Jetzt natürlich über Dinge reden, über die viele Leute reden. Zum Beispiel Jan Böhmermann und seine Schmähkritik.
weiß ich nicht, ob ich mich dazu äußern möchte. Es ist natürlich ein zweischneidiges, dreischneidiges Schwert. Das kann man aus vielen Blickwinkeln betrachten. Das ist natürlich... Und jeder hat da seine eigene Meinung. Und ich habe es nicht mal im Original gesehen. Von daher, ich habe es nur gelesen. Und gehe mal davon aus, dass es wortgetreu war, soll es zumindest. Aber man weiß es natürlich einmal nur dann, wenn man es selber gehört hat. Ich weiß gar nicht, was mache ich hier eigentlich. Ich davon noch. Warum mache ich den hier weg? Obwohl, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Kann ich ja neu pflanzen. Warte mal, nehme ich mal eben weg hier. Ja gut, ich kann ja. Vielleicht mache ich das doch jetzt hier nicht. Mache ich das jetzt doch und quatsch da einfach ein bisschen drüber, ne? Und jeder kann da seine eigene Meinung haben. Also wenn ich was ich jetzt hier rede, ist meine Meinung. Ne, muss jeder selber wissen und überhaupt. So. Gut. Habe ich genug dazu gesagt. nee, weiß ich nicht. Ist halt, ja, keine Ahnung, da liegt es halt auch sehr drauf an, ne, da anzuecken. War ja, ich meine, er hat ja gesagt, dass es so, ja, falsch ist oder dass man dafür belangt werden kann. Es waren ja nur mal Beleidigungen, ne? So, es war ja jetzt nicht irgendwie sachlich oder Kritik, es waren ja schon Beleidigungen. So, wenn er da jetzt vom Erdogan privat wegen Beleidigung angezeigt wird, ja, kann ich nachvollziehen, aber das kann man machen, ne? Das Ganze zu zensieren jetzt und vom ZDF außer und das Ganze in politischen Kontext zu sehen, das finde ich allerdings wieder sehr fragwürdig, ob das richtig ist. Das könnte man dann schon unter Zensur fallen lassen. Ich weiß es nicht. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Wir haben keine Beleidigungsfreiheit. Ne? Deshalb ist das jetzt die Frage, gehört das jetzt, da fällt das jetzt darunter unter Meinungsfreiheit oder ist jetzt einfach nur, ja, Beleidigung? Dann kann man sowas natürlich verbieten lassen. Das wage ich mir kein Urteil zu bilden, da bin ich raus. Aber einfach auf Verdacht die Sendung zu zensieren, finde ich auf jeden Fall falsch, ja, wenn dann da ein Urteil ist und so, dann ist das natürlich, kann man das natürlich machen, wenn die sagen, hier Beleidigung und so, darf jetzt nicht mal Unterlassungsklage von dem Erdogan, so eine private, also privat, als Privatmann, dass er sich da beleidigt fühlt, Unterlassungsklage, zipzap, alles kein Ding, ist nachvollziehbar. Nur, dass da jetzt der Sender, ja, das wird nicht wieder hochgeladen, ne, auf den YouTube-Kanal, ist, keine Ahnung, aus der Mediathek wurde es wohl auch direkt rausgelöscht. Ja, dass sich dann da die Merkel einmischt, weiß ich nicht, die mischt sich auch in allen Scheiß ein, außer da, wo es wichtig ist, ja. Wie zum Beispiel
Atomausstieg oder so. Und da ist schon wieder alles in Vergessenheit geraten. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, aber da war ja auch mal was, ne? Fukushima, 5 Jahre her. Ich komme hier von Höchsten auf Stöckchen. Fukushima, 5 Jahre her, ne? Wissenschaftler gehen davon aus, Fukushima ist schon Radioaktivität ausgetreten. Die 400-fache Menge von Tschernobyl habe ich gehört, ja? Oder 1000-mal Hiroshima-Bombe. Das ist unvorstellbar. Das ist einfach nur krass. Das ist beängstigend. Von daher wird es auch nicht mehr in den Medien erwähnt. Jetzt bin ich beim anderen Thema. Egal. Ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit jetzt irgendwie über den Böhmermann zu quatschen. Es ist auch... ja, muss man sehen, was daraus wird. Wie damit umgegangen wird, finde ich auf jeden Fall falsch. Und man merkt auf jeden Fall, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass Dummersertum schon so ein bisschen in der deutschen Bundesregierung, weil man sich da ja jetzt irgendwie ja, Puffer erkauft hat. Ja, teuer. Was die Flüchtlingskrise, was schon wieder ein anderes Thema ist. Was zum Beispiel ein wichtigeres Thema wäre als jetzt Böhmermann. Was? Kommt der denn her, da unten? Ich gehe mal ins Bettchen. Da hat man ja irgendeinen Kuhhandel mit der Türkei ausgemacht, damit die Flüchtlinge bei sich behält. Und ja, jetzt muss man da wohl anscheinend ein bisschen kuschen. So kommt es auf jeden Fall rüber. Und, aber wie gesagt, anstatt Böhmermann gibt es wichtigere Themen, wo sich die Bundeskanzlerin vielleicht mal einmischen sollte, was zu sagen sollte, ja. Worum man sich kümmern sollte, das sind ja alles nur so, ich weiß nicht, das geht jetzt durch die Medien rauf und runter und im Endeffekt lenkt es eigentlich nur von den eigentlichen Problemen ab, wie zum Beispiel Fukushima, was ein Ding ist, was wirklich eine globale Katastrophe globalen Ausmaßes ist. Also das ist jetzt 5 Jahre, das Leck ist nicht geschlossen, da kommen immer noch Radioaktivität raus, was die Ozeane verseucht, keine Ahnung. Ich glaube, so den Lachs und das ganze Zeug, was da oben Nordpazifik, ist es Nordpazifik oder Nordatlantik? Ich weiß es gar nicht. Der ist, glaube ich, so was von verseucht, da traut man sich gar nicht mehr zu messen. Der Fischbestand, also ich glaube, wenn du mit dem Geigerzähler in den Supermarkt gehst und in der Tiefkühlregal mal den Lachs von ja, verschiedenen Marken, da gibt es ja eine ganz bekannte Marke auch mit so einem komischen alten weißbärtigen Mann, ich sag jetzt mal, die auch da oben ihr Fanggebiet haben, ich weiß nicht, wenn du da mal mit dem Geigerzähler dran gehst, ob wie krass der da ausschlägt, ich will es gar nicht wissen. Ich habe es natürlich nicht getestet. Ich will auch nicht sagen, dass es so ist oder so. Ne? Das ist jetzt einfach nur mal... ich rede einfach nur mal so daher. Ich spekuliere nur mal so daher. Es könnte sein. Es könnte sein. Müsste man testen. Jedenfalls, was auf jeden Fall ist, dass das Ganze auf jeden Fall Auswirkungen hat, definitiv. Auch wenn wir sie jetzt noch so nicht mitkriegen. Keine Ahnung, da müsste man eigentlich global mal die Köpfe zusammenstecken. Anscheinend die Japaner alleine kriegen das, glaube ich, nicht gewuppt. Da hört man auch nichts, wie gesagt, da hört man nichts von und da müsste man sich eigentlich mal ein bisschen drum bemühen irgendwie. Tut aber keiner, habe ich das Gefühl. Da wird auf jeden Fall nicht mehr drüber geredet. Weil wegen Panikmache sagt man immer so, ja, das kann man natürlich so Totschlagargument, ja. Panikmache, reden wir nicht drüber. Ja, toll. Und davon geht das Problem aber nicht weg, ne? Damit ist es nicht gelöst. Es brodelt ja weiter. Das ist natürlich eine große Scheiße. So, und da macht man sich natürlich dann Sorgen. Ja, also ich lebe ja hoffentlich auch noch ein bisschen länger und die Kinder,
Die nächste Generation. Nee, wie sieht's mit denen aus? Da gibt es ja viele Sachen, worüber man reden kann. Also momentan sehe ich gar nicht mal so groß. Sieht die Zukunft gar nicht mal so rosig aus, muss ich mal sagen, finde ich. Ist schon ein bisschen, was da momentan alles so im Busche ist. Habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Möchte ich gar keinen Blick in die Zukunft wagen, weil. Keine Ahnung. Da sehe ich schwarz zurzeit. Wenn sich da nicht was in den Köpfen ändert, in den Einstellungen. Und ehrlich gesagt ist das auch jetzt ein doofes Thema, weil eigentlich möchte ich hier eher so leichte Themen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, wobei man bei einschläft gut. Wenn sich das jemand anguckt, um dabei einzuschlafen, dann tut es mir leid. muss ich vielleicht mir mal ein anderes Thema jetzt ausdenken. Okay, belassen wir das mal dabei. So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Marble. Das finde ich schön. Den würde ich auch gerne hier noch mit... Ach, guck mal. Den nehme ich mir mal hier mit. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so viel durch die Gegend hacke. Und ein bisschen Salz. So und so und so. Da ist der Marble. Ich bin froh, dass der Marble hier vorbei ist. Sonst würde ich jetzt hier wieder tiefe Löcher graben. Das möchte ich gar nicht. So, jetzt bin ich schon wieder so voll. Ah. Wo war denn der Baum? Ich glaube, der war hier irgendwo. Den setze ich jetzt mal. Den setze ich jetzt mal. Da, jetzt mal hin. So. Hier mache ich auch noch weg. So und so, und jetzt habe ich doch hier irgendwo auch so ein bisschen Holz gesammelt. Flicken wir das dann mal. So ist das schon besser. Und hier würde ich sagen, machen wir den auch mal weg hier. Finde ich so irgendwie besser. Steht der ein bisschen frei da. So finde ich so sehr viel besser. So. Und hier haben wir noch so zwei, die mache ich auch noch weg. Alles klar. So finde ich das sehr viel schöner. Also auf die Ebene hier wollte ich das eigentlich bringen. Das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen... Erstmal sammle ich den Marble auf, den möchte ich nämlich behalten. So, und den werde ich natürlich aus... Kleiden mit Kies zum Beispiel.
So. Okay. No. Hier kommt Erde hin. So, 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 so. Sehr schön. Hier muss ich auch noch Erde machen. Naja gut, ein bisschen Terraforming muss sein. Guck mal, da ist nämlich schon ein Pferd. Entschuldigung. Oh Gott, ich hoffe, ich schneide das raus. Da ist auch schon ein Pferd, was ich denke. Guck mal, hier ist meine Koppel. Eine Koppel. Siehst du, eine Koppel. Jetzt komme ich auf das Wort. Ich sollte mal... Vorhin hast du überlegt. Wie heißt das denn?